Jetzt, wenn wir nochmal so dieses Bild anschauen, es gibt ja unglaublich viele Enzyme, Gene, Kofaktoren und so weiter. Siehst du bei der, jetzt, ich sage jetzt mal, Entgiftungsstörungen so eine Tendenz, also dass zum Beispiel mehr Leute eher in der Phase 1 eine Störung haben als Phase 2 oder umgekehrt? Also ich sehe manchmal so ganz fiese Sachen. Das ist dann in der ersten Phase sind dann Sachen schnell und in der zweiten Phase langsam. Das ist relativ häufig. Also ich sehe zum Beispiel dann so Sachen wie eine hochregulierte CYP1A2 oder 2D6 oder sowas, die dann einfach schneller arbeiten. Was bei manchen CYP ist es auch wichtig zu wissen, wenn die hochreguliert sind, weil es gibt sogenannte Prodrugs. Das sind im Endeffekt Medikamente, die einen inaktiven Stoff beinhalten, den ich einnehme. Und meine CYP450 arbeiten den um, so dass er eine Wirkung hat. Und wenn man da ein schneller Metabolisierer ist, dann kann man sich echt sehr übel überdosieren. Es gibt da aus den USA auch in den 80ern, glaube ich, Studien, wo sich jemand wirklich, der ist gestorben und die wussten nicht warum und die haben dann herausgefunden, dass er ein Medikament so schnell aktiviert hat, dass das einfach zu einem Overload kam. Also das heißt, eine Phase 1 langsam kann scheiße sein und eine Phase 1 schnell kann auch lebensbedrohlich sein mit den richtigen Medikamenten. CYP3A4, darüber laufen vor, ich weiß, glaube ich, 80% der Medikamente. Wenn man da eine langsame Variante hat, muss man halt aufpassen. Das geht dann halt wirklich auf die Leber. Also Leberwerte steigen dann relativ schnell. Sehe ich jetzt nicht so häufig. Also CYP1A1, CYP2A1 sehe ich häufig Veränderungen. In der Phase 2 sehe ich sehr, sehr häufig in den GST-Genen Veränderungen. In den NAT2 hat eigentlich, boah, ich würde sagen, so jeder Dritte, den ich sehe, hat da langsame, wirklich sehr langsame Formen. In dem PON1 sehe ich sehr, sehr häufig Veränderungen und das ist halt ein großes Problem. Das PON1 hat eigentlich den Job, das gute Blutfett, also das HDL, das Cholesterin zu beschützen, dass es nicht oxidiert. Und wenn das einfach mit Organophosphaten, wie zum Beispiel Glyphosat, beschäftigt ist, dann kann es das nicht mehr. Und dann steigt das LDL. Das ist jetzt nur ein Grund, warum LDL steigen kann. Da gibt es noch eine Handvoll andere. Aber wenn man da halt, wie ich zum Beispiel, eine homozygote Variante hat, in meiner Familie essen wir wirklich, wie soll ich sagen, also es gibt keine Fettleibigkeit bei mir in der Familie. Und es gibt auch jetzt nicht so wirklich Leute, die sich wirklich fürchterlich ernähren. Und wir haben alle grenzwertiges LDL. Das ist relativ häufig hoch. Und das ist dann einfach dem PON2 geschuldet, wenn dann nicht genügend Antioxidantien reinkommen und eben Organophosphate. Ich wohne hier in einer Einflugschneise, sprich Kerosin. Das ist nicht gerade hilfreich. Ich wäre jetzt ein schlechter Feuerwehrmann, ja, also auch solche Sachen, wenn man jetzt die ganze Zeit mit Rauchentwicklungen zu tun hat, ist so eine NAT2 und PON1-Geschichte eine schwierige Geschichte. Aber da siehst du schon wieder, das sind die Umweltfaktoren, ja. Also wie lebe ich? Die Genetik ist die eine Sache. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, ne? Also für mich ist das einfach völlig klar. Du hast einfach eine genetische Variante und dann musst du drauf aufpassen, was machst du damit? Weil, wie gesagt, Vermeidung oder Prävention ist immer das, was mehr Sinn macht. UGT sehe ich auch immer mal so ein bisschen so Kleinkram, aber nicht so wirklich schwerwiegende Geschichten. Wenn, dann ist es dann gleich schon in Richtung Meulengracht. Also es gibt SNPs, die sind sehr häufig. Das haben so, was weiß ich, 40% der Menschen. Es gibt welches, die sind halt sehr, sehr selten. Und es kommt auf die Kombi drauf ein. Also es gibt bestimmte Kombinationen, die sind einfach total blöde. Ja. Und da kann es dann schwierig werden, also dass man dann einfach bestimmte Dinge wirklich aufpassen muss oder eben auch so Entwicklung von multiple Chemikalienempfindlichkeit entwickelt, weil die Entgiftungsphasen einfach nicht hinterherkommen, weil das einfach genetisch schwierig ist. Ja. Also hier auch wieder die Mischung macht so ein bisschen, ne? Ja. Einerseits die genetische Mischung, andererseits dann auch die epigenetische. Wie verhalte ich mich? Wie lebe ich? Und ich finde diesen einen Satz, den kenne ich von dir, mit den Genen und der geladenen Waffe. Willst du den mal kurz nennen? Den finde ich so super. Ja, es gibt einen Ausspruch von einem, ja, das ist ein Forscher, der hat mal gesagt, deine Gene sind die geladene Waffe und du bist es, also dein Lebensstil ist es, was den abdrückt. Ja. Wenn ich weiß, ich habe eine geladene Waffe, dann lasse ich es einfach, den Abzug zu drücken, ja. Und dementsprechend, also wirklich den Giftstoffen, den man aus dem Weg gehen kann, wirklich aus dem Weg gehen. Ich brauche keine teflonbeschichtete Pfanne. Und ich brauche auch kein Parfum, was einfach ganz viele Stoffe enthält, die wirklich
Kanzerogen sind, hormonwirkend und weiß der Kuckuck. Und wenn ich es nicht ändern kann, dass ich irgendwie beruflich sehr viel fliegen muss, ja, dann achte ich aber wenigstens darauf, dass ich Bio esse. Also wir werden Giftstoffen nicht mehr aus dem Weg gehen können. Das ist schier unmöglich. Also wir finden in der Arktis im blauen Eis finden wir Giftstoffe, ja. Das heißt, die sind wirklich überall. Und es ist auch wichtig, dass man nicht irgendwann wahnsinnig wird, dass man also Angst hat vor allem und oh Gott, ich kann nichts mehr essen. Das ist auch was, was ich ganz häufig höre. Oh Gott, wenn man das alles weiß, dann kann man ja überhaupt nichts mehr essen, dann kann man nichts mehr trinken, dann kann man nichts mehr anziehen, dann kann man nicht mal mehr irgendwie seine Wohnung putzen. Das ist immer ganz schwierig. Also Angst ist nie ein guter Berater. Angst macht Stress und Stress ist einfach auch schlecht für die Entgiftung, weil das ist dann Festhalten. Also der Körper, wenn der in diesen Fight-of-Flight-Modus geht, dann hängt er sich auf. Also dann entgiftet er nicht mehr ordentlich. Also das heißt, ja, es muss vielleicht nicht unbedingt jedes Wochenende sein, dass man was trinkt, ja, dass man Alkohol trinkt. Dann macht man es halt nur einmal im Monat und guckt halt, dass man dann die Woche danach wirklich sich gut kümmert, ja. Und es muss vielleicht auch nicht jedes Mal, zweimal im Jahr ein Urlaub in den Tropen sein, wo ich die ganze Zeit in einem Flugzeug sitze, wo die ganzen Giftstoffe, vom Kerosin und von sonst was irgendwie mir ins Gesicht geblasen werden und ich dann auch noch irgendwie Radioaktivität abkriege ohne Ende. Also man kann einfach gucken, was kann ich irgendwie ändern und was liegt nicht in meiner Macht. Und es macht immer Sinn, dahin zu gucken, was ich ändern kann, egal worum es geht. Das bringt einen meistens weiter und bringt einen einfach auch nicht so schnell in diese Hilflosigkeit. Oh Gott, ich kann eh aufgeben, es ist alles vorbei. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil natürlich, wenn man das jetzt alles sieht, dann denkt man sich, oh ja, irgendwie sind wir dem Ganzen jetzt ausgeliefert und es kann ja nur schlimmer werden. Nein, das soll es natürlich nicht. Wir haben ja gesehen, der Körper hat so viele Möglichkeiten zu entgiften. Es gibt Mechanismen, die er dann hochreguliert. Wir haben ja auch gehört, man kann hochregulieren, da würde ich auch noch mal gerne drauf eingehen. Und wir können ja auch im Alltag einiges tun, um diese Giftexposition zu reduzieren. Also sei es, wie du gesagt hast, ich muss nicht jedes Wochenende mich abschießen mit Alkohol. Ich muss nicht unbedingt, wenn ich spazieren gehe, habe ich die Wahl, ich kann in den Wald gehen oder ich spaziere mitten in der Stadt. Solche Dinge. Was mache ich letztendlich? Was gebe ich meinem Körper? Wie ernähre ich mich? Wie oft bewege ich mich und so weiter? Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge. Aber nochmal zu dem Thema Hochregulieren. Du hast vorhin mal gesagt, wenn Leute dann zu dir kommen und du siehst, okay, das Enzym ist herunterreguliert, aber wir können etwas tun, dass zum Beispiel das andere hochreguliert wird. Wie würde man das anstellen? Sind das dann beispielsweise ernährungstechnische Sachen oder arbeitest du dann auch mit Nährstoffen? Was macht man da? Also ich arbeite tatsächlich sehr viel mit Nährstoffen, aber ich arbeite total gerne mit Pflanzenstoffen. Also das ist eigentlich, gibt ja diesen Ausspruch, ne? Gottes Apotheke ist die Natur. Ja. Und da braucht man auch nicht irgendwie gläubiger Mensch sein, um das zu verstehen, dass das eigentlich haben wir ganz viele Dinge, die uns helfen können um uns herum. Man muss einfach nur das benutzen. Und zum Beispiel im Brokkoli ist das sogenannte Sulfuran. Das ist in Brokkoli, wenn du den hackst und 20 Minuten liegen lässt, fängt der da an, das zu bilden. Oder du nimmst halt Brokkolisprossen, die 5 bis 7 Tage gezogen sind und wichtig im Licht. Die brauchen nämlich Licht. Ja. Und dann ist da Sulfurafan drin und Sulfurafan unterstützt sehr gut die Phase 2, aber kann auch die Phase 1 mit regulieren. Also das heißt, es kann so ein bisschen auf ein Gen wirken, was die synchronisiert. Ja, also man kann sich ja auch fragen, so okay, die arbeiten sie jetzt einfach vor sich hin, diese beiden Phasen, nee, tun sie nicht. Da gibt es eine Schnittstelle, die schon auch guckt, dass sie ein bisschen reguliert werden und die kann man halt unterstützen. Oder was so mein Lieblings-Lifehack ist, ist eigentlich, du kannst die GST und die UGT hochregulieren mit Rosmarin. Ich finde Rosmarinkartoffeln total toll, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Lecker. heißt öfter mal Rosmarinkartoffeln essen oder Rosmarin einfach mit ins Essen tun. Es geht gar nicht darum, dass du isoliert irre hohe Mengen davon nehmen musst. Es reicht, wenn du das immer mal wieder machst. Das finde ich bei Pflanzenstoffen auch sinnvoll, weil man sollte nie über lange Zeit Pflanzenstoffe dauerhaft hochdosiert nehmen, weil das auch über die Entgiftungsphasen läuft. Also auch die ganzen Küchenkräuter oder wenn du jetzt, was weiß ich, Quercetin nimmst, ja, das hemmt bestimmte Gene, und es muss halt auch entgiftet werden. Ja, also da ist das auch wichtig. Gerade bei den schwefeligen Stoffen ist es auch wichtig, funktioniert der Schwefelpfad. Also kann Schwefel vernünftig umgesetzt werden und abgebaut werden. Weil sonst kann das sehr unangenehm werden. Ja.